Hier war doch noch die eine Stelle dort oben, ne? Hab nämlich eben überlegt gehabt, da war doch noch irgendwas, wo ich was kaputt machen konnte und so weiter und so fort. Wo war das denn? Das war hier Ausguck der Wache. Ja, guck ich mal, ob ich da jetzt fündig werde, ob ich das hinkriege. Weil eigentlich haben wir jetzt nichts Neues. Doch, ich weiß, wie ich das machen kann. Ich kann das mit dem Zweiteil machen und dann mir das holen. Oh. Wusste euch, mir fehlte noch was. Ich muss nur gucken, wie ich meine Figur am besten positioniere. Komme ich denn da nochmal hoch? Hier rüber? Nee. Ach, hier. Okay, dann versuche ich es mal hier an der Stelle. Muss dann irgendwie hier oder hier stehen, je nachdem. Hey, so geht das. Ich konnte einfach nicht um die Ecke werfen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. So, jetzt ist die Frage, wohin führt mich das, ne? Ah, und da war ja auch noch ein Stein. Stimmt ja. Kann ich weiter hoch problemlos? Oder sollte ich das in Person machen? Ah, guck mal, da ist ja nochmal was. Gut, dass ich es noch nicht aufgelöst habe. Stimmt, da war ja auch noch der Stein. Uns fehlt nur noch einer. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich meine, beim Ausguck der Wache gäbe es auch noch einen Dungeon, aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Warte. Ah, okay. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass es klappt, aber gut. Ah, hier fängt es an, schwummrig zu werden. Ah, da ist ja wirklich ein Loch. Kann ich einfach mich reinfallen lassen? Ach, ich bin komplett zurück. Ich dachte gerade so, hä, was? Wo bin ich? Ja, ich bin komplett zurückgelandet. War zu weit weg. Oh Mann. Man hat richtig gemerkt, dass ich es gerade nicht gecheckt habe, ne? Aber das war auch das Timing, so passend, dass ich da mich runterfallen lasse in dieses Loch. Und er dann halt wirklich wo. Wie runterfällt halt, ne? Knochenspalt. Ich wusste doch, es gibt hier noch so einen geheimen Dungeon. Mir fällt gerade ein, ich habe die ganze Zeit den Talisman gar nicht angehabt. Das ist ja so ein bisschen doof, ne? Gut, es waren jetzt keine auffälligen Stellen. Ich nehme den mal wieder.
Ah, ich habe zwischenzeitlich all meine Sachen mal verkauft und dachte so, oh ja, Wulgrim hat doch ein Geschenk für mich, gehe ich zu Wulgrim hin, war aber nichts irgendwie. Vielleicht muss ich dafür zu dem Schlangenfolianten gehen. Es wäre noch wahrscheinlich, dass das der Fall ist. Knochenspalte, interessanter Name für dieses Gebiet. Ob ich schaffe, rechtzeitig durchzurennen? Ich guck mal. Weil das so langsam hochgeht, könntest du mich auch genauso langsam wieder runtergehen, ne? Okay, es ging etwas schneller runter, als ich es erwartet habe. Aber ich kann es ganz einfach machen. Machen wir das ganz einfach. Dafür sollst du mich reichen. Schade, dass ich mich nicht selbst da hinschieben kann, ne? Noch ein kleines Stückchen, noch ein kleines Stückchen, noch ein kleines Stückchen. Jetzt. So, geht doch. Kann ich an der Wand entlang dingsen oder kann ich rüberspringen? Ich kann rüberspringen. Warum sind hier jetzt so viele Dings? Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Ich wundere, dass so viele Explosivdinger da jetzt an den Seiten sind. Zum kaputt machen. Da können wir eine Dings draufstellen. Dann haben wir auch eine Plattform. Warum haben wir so viele von denen? Das ist doch nicht mehr normal. Gespannt, ob da was passiert, wenn ich die kaputt mache, aber es gibt auch nicht überall sowas zum kaputt machen. So dann. Bin gespannt, was uns erwartet. Hier. Ich wusste noch, es gibt einen, ich weiß nur nicht, ob ich den mal durchgelaufen bin, beziehungsweise wahrscheinlich einmal und dann nie wieder. Das wäre sehr wahrscheinlich so typischer für mich. Also ich kann hier lang und habe hier eine Kiste. Aber bis jetzt gab es noch keinen Hinweis für eine Schriftrolle. Ein Relikt habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden. Oder was zum Abschießen. Nur außen, bevor ich in diesen Dungeon bin. Ich gucke jetzt noch oben. Kann ich einfach drauf? Nein, natürlich nicht. Ob hier jetzt noch was ist? Oder ob ich mich einfach nur so runterfallen lassen kann? Okay, hier ist auch noch was.
Karte. Mhm. Was ist denn jetzt? Ich höre einen Stein. Ich sehe ihn. Oh, jetzt. Jetzt fehlt da nur noch einer. Es ist ein roter und ein blauer, der uns jetzt noch fehlt. Bei den gelben weiß ich gerade nicht. Da haben wir sowas, warum auch immer. Ah, hierfür, okay. Das ist die andere Richtung, aus der ich sonst gekommen wäre, wenn ich jetzt nicht oben lang gelaufen wäre, sondern unten. Genau. Hier war ja jetzt auch nichts weiter. Haben wir zu weit gerollt. Da habe ich auf jeden Fall eine Kiste. Ah. Gut, dann holen wir uns mal so ein Explosivteil dort oben. Lass uns mal hier runterfallen. Mann, das ist kaputt. Dann war auch eine Plattform. Hab's mir schon gedacht, dass es wieder zwei Plattformen sind. Verlieskarte. Können wir mal gucken. Aha, auf der untersten Ebene sind wir gerade. Gibt es noch das? Ah, guck, da ist noch ein Stückchen, was wir nicht uns angeguckt haben bisher. Und noch ein größeres Stückchen. Und das wird wahrscheinlich das Ziel sein, so wie es aussieht. Ach, ich bin doch doof. Ich bin doof, 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 doof. Hier hin. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Und dann heißt es wieder warten. Dass das so ewig lange braucht zum Hochdingsen. Kann das nicht genauso schnell gehen, wie es auch runterfällt? Ah, ich bin eben so ein bisschen hängen geblieben. Und hatte kurz Panik. Hat man gar nicht gemerkt. Ich kann das mal so gut verschleiern. Ich muss sagen, in den anderen Dungeons war das so herrlich ruhig, wo ich da durchgelaufen bin und alles. Es ist vereinzelt ein, zwei Gegner. Aber hier, dadurch, dass wir hier noch nicht waren bisher, ist das nicht so ruhig, ne? Rechtzeitig gedrückt, wollt ihr mich veralbern?
weg mit euch. Nervt ihr mich wenigstens nicht. Die kann ich ja mitnehmen, fällt mir gerade ein. Ich habe ja Platz für einen. Hier gibt es auf jeden Fall eine Schriftrolle. Weiß ich nur wo. Irgendwo hier in den Dingern drin oder wo. Ah, da. Ich weiß gar nicht, ob es eine Errungenschaft gibt, wenn man alle Schriftrollen hat. Das wäre nämlich sehr hilfreich, muss ich sagen. Wenn es das gäbe. So ein Teil. Da komme ich aber hier an der Stelle nicht weiter. Jetzt muss ich gucken, wie ich laufe. Oh. Mir zu viel los. Nicht genug Zorn. Oh ja, nicht genug Zorn. Ich gebe dir gleich nicht genug Zorn. Ja, dann kriegst du mehr Zorn. Ja. Kriegst du eine Fährmannsmünze? Ich hätte gern andere Sachen. Fährmannsmünzen sind mir nicht so wichtig. Anfangs so, oh cool, eine Fährmannsmünze. Aber die sind mir ja Latte. Die will ich ja gar nicht sammeln. Gibt's da keine Errungenschaft dafür oder irgendwas anderes? Sind ja nur zum Kaufen. Deswegen hat es da keinen Anreiz für mich, das zu sammeln, alle. Oh, da war ja noch einer. Hab ich irgendwie ignoriert, übersehen? Ignoriert. Würde wahrscheinlich besser passen. Ich habe das einfach nicht bemerkt. Ne, ich kann den schon mal nicht. Spannend. Ich muss ja jetzt den ganzen Weg da zurücklaufen, ob das auch klappt, ohne dass es grisselt. Aber es sieht bis jetzt ganz gut aus. Okay, hätte gar nicht mit so einer Reichweite gedacht. Also überhaupt nicht gerechnet. Ich stehe ein bisschen blöd, ne? Ich stehe nicht mit dem Gesicht dorthin. Das geht aber irgendwie ein bisschen schneller hoch, kann das sein? Oder täuscht das nur? Das täuscht wahrscheinlich. Hängt da immer noch einer irgendwo drin? Ah ne, das sind die wahrscheinlich gewesen, ne? Hier einfach nirgends was ist. Außer Käfer. Ich
Vor allem wäre das so schön gewesen, wenn ich einfach hier so zum Beispiel die restlichen kompletten Steine finden würde oder so. Dann wüsste ich, oh, ich brauche die anderen Gebiete nicht mal so abzuklappern, was das angeht. Ah, warte mal, ich drehe mich nochmal kurz um. Einfach nur um zu gucken, nicht, dass ich jetzt hier durch die Musik oder Geräusche irgendwie einen Stein übersehe. Das wäre ärgerlich. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es jetzt hier ein Gebiet, wo ein Kampf passieren wird. Natürlich mit dem Riesen-Skarabäus. Wie sollte es auch anders sein, wenn hier generell Skarabäen unterwegs sind, ne? Aber die erstmal hier weg. Ja, die nerven ja gewaltig. Die produzieren ja immer wieder Skarabäen. Habe ich das kaputt gemacht jetzt? Ja, okay, gut. Dann haben wir da hinten noch einen. Der ist kaputt. Dann hast du die beiden. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, da waren doch noch mehr. Ach so, upsa. Ich wollte anvisieren. Falschen Knopf gedrückt. Das da sollst du anvisieren. Genau, den Skarabäenschlund. Oh, der ist erledigt. Der hat dreimal Ernte abbekommen oder so. Ach gut, da kommen noch ein paar mehr. Hatte ja schon Angst gehabt. Es wäre erledigt. Dann war es kein richtiger Bosskampf, sondern nur so zwischenbossmäßig, ja. So, das scheint es ja schon gewesen zu sein. Gut, gut, gut. Der Rückweg wird anscheinend frei. Ich hab keine Ahnung, irgendwo öffnet sich eine Tür. Hier ist eine Kiste noch. Hat sich jedenfalls nicht die Tür geöffnet. Dann noch in die Richtung. Ah, jetzt können wir nur auf das Geräusch hören. Stunden später. Naja, geht doch. Ah, hier gibt es wieder eine Rolle. Das ist ja schön. Wenn das die letzten Positionen sind, dann bräuchte ich da mich nicht mehr so umzusehen. Krafttalisman. Der Krafttalisman-Chef klingen ganz besonders, erhöht somit die Tödlichkeit aller Sensen, die von seinem Träger genutzt werden. Aha. Ist noch nichts. Ich kann nicht. Ist auch noch nichts. Da ist die Rolle. Ich weiß gar nicht, wie viele es da gibt. Ob ich nicht vielleicht sogar alle habe. Das wäre natürlich richtig geil. Wir mal kurz gucken. Ich habe ja wieder 4 Fähigkeitspunkte. Wann ist denn das passiert? Wir mal, was haben wir? Reflektieren? Ja, reflektieren ist doch ganz gut, ne? Blitzschadenpunkte? Also ich bin für Reflektieren schon mal und Blitzschadenpunkte. Dann können wir gerne generell, dass es weniger
Zorn. Nee, man kostet so und so viel. Erhöht Verteidigung und erhöht Widerstand. Das können wir dann auch gerne machen. Und dann haben wir Magieerhöhung und Magietreffer. Ich wollte doch in die Schriftrollen reingucken, fällt mir gerade ein. Genau. Und zwar hier. Information. Upsa. Hallo? Nee, okay. Eins fehlt auf jeden Fall. Weil zwischen 01 und 02. Okay, da ist noch eine zweite, die fehlt. Eine dritte. Drei. Vier. Das ist so schwer nach unten zu machen. Vier, fünf. Sechs. Sieben. Acht. Aber ehrlich gesagt, upsa, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob dazwischen eins fehlt, weil das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn in dem einen Bereich zwei Schriftrollen wären. Dann wäre nämlich Bereich 1 Nordwesten und ein Geheimnis Süden Osten. Bereich 2 hätten wir komplett. Bereich 3 hätten wir nämlich dann auch komplett, wenn wir das mal so betrachten. Bereich 4 und 5 auch. Bereich 6 ist nicht komplett. Also eine Schriftrolle fehlt uns oder ein Hinweis. Ja, 9 und 10 war ja komplett nicht. Ich glaube, es gibt 10 Stufen. 10 oder 10 Bereiche. Da fehlt uns eine Rolle noch. Hoffe ich jetzt mal. Weißt du, vom Sinnfaktor her schon, ne? Was passiert hier? Eine Kiste. Ist doch schön. Ich dachte mir so, kommt jetzt ein Bosskampf? Der Bereich wäre aber etwas klein. Oh, und hier ist ein Blutloser. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil ich den überhaupt nicht gehört habe. Umso besser. Dann haben wir die erledigt. Dann können wir zu Traven gehen und das ihm abgeben. Wuhu, Blutlose erledigt. Eine Schriftrolle, die noch fehlt. Eigentlich, es wäre ja schon verlockend, ne? Dass ich Todesschatten-Doppelsense habe ich jetzt gekriegt. Dass ich mich hier raus teleportiere, weil ich habe mich sehr gründlich jetzt umgesehen hier. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Ich nicht die Quest an Traven zurückgebe, sondern vorher diese eine Schriftrolle noch suche, damit wir das Seelenlenker-Labyrinth machen können. Und dann können wir nämlich beides. Ich habe mir auch aufgeschrieben, 20 Rollen gibt. Das fällt mir gerade auf. Ja, dann sind es zwei für jeden Bereich, 10 Bereiche. Ja, dann fehlt uns wirklich diese eine Rolle noch. Mal gucken, wo die ist. Und dann können wir nämlich sowohl Draven als auch vom Kanzler das gleichzeitig abgeben dort. Ja, so machen wir das. Wir gehen nicht zwischendurch jetzt mal zurück zu Draven. Gut. Die Blutlosen haben wir. Ja. Dann können wir jetzt weiter. Dann suche ich die Rolle noch. Fehlen noch ein paar Steine. Wie viele Steine fehlen uns noch? Eins, zwei, vier Steine fehlen uns noch. Und Relikte fehlen uns ein paar mehr. Eins, fünf, sechs, sieben. Aber das haben wir erledigt. Oh, und den haben wir auch noch. Wo war ich denn jetzt? Ich kann ja mal einen kurzen Umriss geben. Ich war hier schon, hab geguckt, hier war ich schon. Und dann hatte ich überlegt, nach oben oder nach unten, war jetzt hier im ganzen Schlund. Ich war noch nicht im Grab des Pharisäers, nee, ich bin zum Ausguck jetzt gegangen. Und dann würde ich nämlich hier weiter gucken. Da gehe ich erst rein, A, in eine extra Folge und B, natürlich auch, wie heißt, wenn ich die letzte Rolle fertig habe, dann könnte ich eigentlich hier gucken, Stachel, und dann, bevor ich zur Bresche gehe, nochmal im Grab des Judikators und im Pharisäer nachgucken. Ja, das wäre doch ein Plan.